So, hallo und willkommen zum Video. In diesem Video besprechen wir Operationen auf Mengen. Wir hatten uns ja jetzt schon mit den Mengen beschäftigt, was eine Menge ist, wie man sie beschreiben kann. Wir haben auch so ein paar Spezialmengen kennengelernt. Und heute geht es, wie gesagt, um die Operationen auf Mengen. Wir werden uns aber auch nochmal so Beziehungen zwischen Mengen, zum Beispiel Teilmengenbeziehungen, aber auch die Gleichheit von Mengen ansehen. Also Operation. Wir fangen direkt an. Es seien A und B beliebige Mengen. Ja? Das sollen bitte beliebige Mengen sein. Und dann gelten diese Operationen. Als erstes einmal fangen wir mit dem Durchschnitt an. Der Durchschnitt von zwei Mengen, A und B. Das heißt also geschrieben A, dann wie so eine Parabel, wie so ein Halbkreis, der nach oben geht. Das bezeichnet den Durchschnitt von zwei Mengen. Wir schreiben das erst einmal formal hin, was das bedeutet. Der Durchschnitt von zwei Mengen bedeutet, wir wollen eine Menge haben, in der alle Elemente enthalten sind, die einmal in A und in B enthalten sind. Ja? Zur Veranschaulichung vielleicht, wäre vielleicht besser. Wir können Mengen mit sogenannten Venn-Diagrammen darstellen, das heißt also durch Kreise oder Ellipsen. Zum Beispiel könnte ich sagen, okay, ich habe eine Menge A und ich habe eine Menge B. So, und der Durchschnitt von A und B, das sind gerade alle die Elemente, die in A und in B enthalten sind. Also in dem Fall, stellen Sie sich vor, hier sind überall Elemente drin, dann interessiert uns aber gerade dieser Bereich hier. Ja? Das ist in dem Fall der Durchschnitt dieser beiden Mengen. Das heißt also, wir können hier formulieren, wir haben ein x und für das x soll bitte gelten, ich schreibe das hier mit einem Doppelpunkt, Sie werden auch häufig die Notation sehen, auch mit diesem Strich. Ne? Wir können dann hier sagen, für x gilt, x ist ein Element aus A und x ist auch ein Element aus B. So ist das Ganze beschrieben. Wie gesagt, für A und B beliebige Mengen. Das ist die formale Schreibweise des Ganzen. Grafisch sieht das Ganze so aus. Ja? Wir sollten dann auch mal gleich ein Beispiel haben dazu, wie das Ganze aussehen würde. Wir gehen mal davon aus, die Menge A wäre zum Beispiel folgendermaßen 1, 2, 0 und vielleicht noch eine minus 1. Ne? Das wäre jetzt diese Menge, die enthält 1, 2, 0 und minus 1. Und wir hätten die Menge B, die wäre 1 und vielleicht noch eine 3 und eine 0. So. Ja. Und jetzt überlegen wir uns mal für dieses Beispiel, wie würde da der Durchschnitt aussehen. Ja. Das heißt also, ich möchte jetzt wirklich bilden A Durchschnitt B. Und das ist auch wieder eine Menge. Ja. Das wird ja hier schon deutlich in der formalen Schreibweise. Und das sind jetzt, hier kommen jetzt alle Elemente rein, die in beiden Mengen enthalten sind. Das ist einmal die 1. Ne? 1 ist in A enthalten und die 1 ist in B enthalten. So. Die 2 hier ist in B nicht enthalten. Die 0 ist aber in B enthalten. Das heißt, die können wir notieren. Die minus 1 ist in B nicht enthalten. Das sind also gerade die Menge, die 1 und 0 enthält. Ja? Das ist also der Durchschnitt. Ich möchte auch, dass Sie mal Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Teil hier legen, nochmal. Auf diesen Bereich hier. Hier haben wir wieder etwas, das haben wir bereits kennengelernt. Das ist ein sogenanntes Prädikat mit zwei Teilprädikaten. X ist Element aus A und X ist Element aus B. Und die beiden sind durch ein logisches Und miteinander verknüpft. Das hier bezeichnet man auch gerne als eine Eigenschaft. Wir schreiben für das Prädikat E von X. Das ist eine Eigenschaft
die ein Element haben muss, damit es zu dieser Menge gehört. Ja? Auf die Art und Weise, das haben wir ja schon kennengelernt, können wir auch Mengen beschreiben, nämlich in beschreibender Form, indem wir einfach Eigenschaften hier belegen und auf die Art und Weise unsere Objekte, die wir gerne hätten, definieren. Gut, das ist der Durchschnitt. So sieht das Ganze dann aus. Eine weitere Operation ist die sogenannte Vereinigung zweier Mengen. Mal schauen, ob ich das hier noch hinbekomme. Die Vereinigung zweier Mengen, das schreibt man dann gerne. Genau das gleiche Symbol wie hier oben, nur sie drehen es rum. Ja? Das hier können Sie, da können Sie sich einfach eine Eselsbrücke dazu auch merken. Dieses Symbol hier, das sieht ja aus wie so eine Schale. Ja? Könnte man sich so vorstellen. Eine Schale, in die man alles hineinschmeißt. Ja? Und so sieht das Ganze auch bei der Vereinigung auch tatsächlich aus. Vereinigungen machen ja nichts anderes, als alle Elemente von A und B zusammenschmeißen. Ja? Das heißt also, um das auch nochmal im Venn-Diagramm zu verdeutlichen, wir haben hier diese beiden Mengen A und B. Und die Vereinigung dieser beiden Mengen, das sind einfach alle Elemente. Das sind also alle Elemente, die jetzt hier in beiden Mengen enthalten sind. Wir schmeißen also alles in einen Topf. Wie gesagt, eine kleine Eselsbrücke, die man sich hier merken kann. Ich würde empfehlen, machen Sie dazu auch entsprechende Übungsaufgaben. Da geht Ihnen das Ganze auch wesentlich besser in Fleisch und Blut über. Und da müssen Sie sich irgendwann diese Eselsbrücken auch nicht mehr merken. Dann haben Sie das einfach rein. Ja? Wie sieht das Ganze formal aus? Nun, wir haben ein x. Und für dieses x können wir einfach schreiben, okay, das x ist entweder, ist es in dieser Menge drin, in A, oder ist es in der Menge drin. Oder wir sprechen hier von dem Oder, das wir bereits kennengelernt haben. Das ist das nicht ausschließende Oder. Das heißt also, das x könnte auch in der und in der Menge enthalten sein. Also wir haben hier eine ganz normale Oder, beziehungsweise wir sagen, x ist ein Element aus A oder x ist ein Element aus B. Auch hier haben wir einfach wieder nur eine Eigenschaft beschrieben für die Elemente dieser Menge. Ja? Das ist also die Vereinigung. Und dass wir da auch mal gleich noch ein Beispiel dazu haben, wenn wir bei diesen beiden Mengen hier oben mal bleiben, A und B. Die Menge A enthält ja Elemente 1, 2, 0 und minus 1, die Menge B 1, 3 und 0. Jetzt wollen wir von denen die Vereinigung bilden. Bleiben wir bei diesen Beispielmengen. So, dann schmeißen wir alles in einen Topf. Wir hatten ja schon im letzten Video geklärt, Duplikate dürfen wir nicht bei Mengen schreiben. Das heißt also, wir sehen hier, die 1 ist in Menge A enthalten, aber auch in Menge B. Das heißt, ich schreibe die 1 hier bei der Vereinigung nur einmal hin. Dann fangen wir hier an, die 2 haben wir hier. Hier habe ich noch die 0. Hier habe ich noch die minus 1. So, da habe ich die erste Menge fertig. Ja? 1, 2, 0 und minus 1 habe ich hingeschrieben. Dann gehe ich in die nächste Menge. Hier habe ich eine 1, die habe ich aber schon. Die 3, die habe ich noch nicht. Die 0, die habe ich schon. Und ich bin fertig. Wir haben ja auch schon kennengelernt, auf die Reihenfolge kommt es bei Mengen auch nicht an. Das ist ja egal. Und das ist dann somit die Vereinigung dieser beiden Mengen. 0, minus 1, 2, 3 und 1. Ne? Durchschnitt, Vereinigung von Mengen. Gut. Wir werden jetzt noch eine weitere Operation kennenlernen. Ich muss erst einmal die Tafel etwas putzen. Und zwar ist das die Differenz von zwei Mengen. Die Differenz von zwei Mengen. Da gibt es auch verschiedene Notationen, werde ich Ihnen gleich zeigen. So, das, gut, 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 gut. So, wir bleiben hier wieder dabei, seien A und B beliebige Mengen. Und da gibt es für die Differenzmenge,
Von A und B gibt es zum Beispiel diese Schreibweise hier. A slash B. Ja. Das ist genau das gleiche wie, da gibt es auch noch diese Notation, dass wir einfach sagen A minus B. Diese Notation gibt es für die Differenzmenge, für diese Operation gibt es die auch. Ja. So, was ist das eigentlich? Ja. Erst einmal schauen wir uns das Ganze nochmal grafisch an, mittels Venn-Diagramm. Wir haben eine Menge A, wir haben eine Menge B und ich möchte die Differenzmenge bilden. Das impliziert so ein bisschen, das gibt so ein bisschen an, dass wir irgendwas abziehen möchten. Das würde auch diese Schreibweise mit dem Minus erklären. Ne? Wenn wir uns das mal vorstellen, A minus B, also A ohne B, und übertragen das hierauf, ne? Dann wird deutlich, wenn ich sage, ich möchte die Menge A, aber ohne die Menge B, dass das dann gerade dieser Bereich hier nur sein darf. Ne? Dieser Bereich hier. Ja? Alles, was zu B gehört, wird rausgenommen und nur der Teil in A, der nicht in B enthalten ist, der bleibt. Also A ohne B. Alle Elemente von B, die aber nicht Element der Menge, alle Elemente von A, die aber nicht Element von B sind. So, und das verleitet uns dann zu folgender Schreibweise, dass ich nämlich hier einfach sagen kann, okay, das ist, x muss ein Element aus A sein, ja, das ist die erste Bedingung, aber, und, das x darf kein Element aus B sein. Hier auch wieder darauf achten, das ist das Elementzeichen, das haben wir die ganze Zeit schon benutzt. X ist ein Element aus A und hier streiche ich dieses Elementzeichen durch, um zu sagen, X ist kein Element jetzt von B. Ja? Und das ist die Differenzmenge. Das heißt also, alle Elemente, die in A sind, aber nicht in B. Gut. Ein Beispiel dazu. Um es deutlicher zu machen. Sagen wir mal, wir haben eine Menge M. Die Menge M, die enthält die Elemente 1, 2 und 3. Und dann habe ich noch eine Menge N. Oder wir machen es ein bisschen größer. Die Menge M enthält die Elemente 1, 2, 3, 4 und 5. So. Und die Menge N, die enthält die Elemente 2, 3 und 4. So. Die Menge M, also 1, 2, 3, 4 und 5 und die Menge N enthält die Elemente 2, 3 und 4. Jetzt möchte ich ausdrücken, bitteschön N ohne M. Die Menge N ohne M. Überlegen Sie vielleicht mal kurz zu Hause, wie könnte hier die Menge aussehen. Wie gesagt, selbiges könnten wir auch schreiben mit N minus M. Ich verwende aber immer diese Schreibweise, aber diese Notation gibt es auch. Und jetzt die Frage, wie sieht, was ist hier in der Menge drin? Also ich sage, ich möchte alle Elemente von N haben, die keine Elemente wiederum von M sind. Nun, gehen wir mal durch, ja, wird es ein bisschen problematisch. Ich fange hier an bei der 2. Ja. So, die 2 gibt es in der Menge M, das heißt, die 2 darf hier nicht drinstehen. Die 3 in der Menge N ist auch in der Menge M enthalten. Die 4 ist auch in der Menge M enthalten. Das heißt also, wenn ich aus der Menge N alles rausnehme, was auch in M ist, dann verbleibt mir hier die leere Menge. So, wenn wir umgekehrt hingehen und sagen, schreibe M ohne N, also die Umkehrung, dann fange ich mal an. Die 1 hier oben, also ich sage jetzt M ohne N, die 1 hier oben, die sind N nicht enthalten, die darf ich hier hinschreiben. Die 2, oh, die sind N enthalten, die darf ich nicht schreiben. 3 und 4, genau das gleiche, sind hier enthalten, darf ich nicht hinschreiben. Aber die 5 haben wir nicht. Das heißt also, wenn wir gleichzeitig, wenn wir dann sagen M ohne N, ist das die zweielementige Menge mit 1 und 5. Ja? Das ist die Differenz. Ja? Und jetzt kommen wir zu einem Teil,
Das ist auch eine Operation. Und zwar ist das die Komplementärmenge. Komplementärmenge gibt es auch häufig große Schwierigkeiten im Verständnis. Ich habe jetzt hier extra die Menge N und M entsprechend hingeschrieben. Wir können hier, so wie das hier steht, können wir auch sagen, ich mache das hier oben nochmal weg. So wie das jetzt hier steht, diese beiden Mengen hier, können wir sagen, N ist eine Teilmenge von M. Weil für jedes Element aus M gilt, das ist auch in M enthalten. Und M hat noch zusätzlich Elemente, die nicht in M enthalten sind. Wir haben also hier eine echte Teilmenge. So, wenn ich jetzt die Komplementmenge, das Komplementär bilden möchte, Komplement, wenn ich das Komplement bilde, und zwar schreibt man das gerne dann mit einem Strich oben drüber, das Komplement von N, ja, bezüglich der Obermenge M. Das heißt also, M ist die Grundmenge. Müssen Sie sich folgendermaßen vorstellen. Wir haben ja hier gesagt, N ist Teilmenge von M. Im Venn-Diagramm sieht das folgendermaßen aus. Wir haben hier die Menge M und hier haben wir eine Menge N. So. Und die Komplementmenge oder die Komplementärmenge jetzt bezüglich N, das wäre jetzt gerade alle Elemente, die sich hier befinden, in diesem Außenraum. Also alle Elemente von M, die kein Element von N sind. Ne? Kann vielleicht hilfreich sein, wenn Sie sich wirklich so ein Bildchen malen, also wirklich so ein Venn-Diagramm malen. Ne? Das heißt, ich möchte alle Elemente von M, die nicht in N drin sind. Das heißt also, das Komplement ist dann folgendermaßen definiert. Wir haben ein X und für das X soll bitte gelten, X ist ein Element aus M. Ist ein Element aus M. Und X ist aber kein Element aus M. Eine andere Möglichkeit, wie Sie sich das merken können. Das werden wir auch noch klären. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Mengenoperationen und der Aussagelogik. Ja, diese Schreibweise hier, dieses N mit dem Strich, können Sie sich vorstellen wie die Negation einer Aussage. Ja, könnten Sie sich auch so vorstellen, wie zum Beispiel, wenn wir schreiben, die Negation von N. So. Und als Eselsbrücke können Sie sich dann merken, okay, das würde bedeuten, nicht die Elemente von dieser Menge. Ja, bezüglich einer Obermenge. Wir brauchen hier im Übrigen für das Komplement zu bilden, brauchen wir immer eine Obermenge, eine Gesamtheit, eine Grundmenge. In dem Fall ist das M. Und dann können Sie sich als Eselbrücke merken, das hier würde bedeuten, nicht die Elemente von M. Das heißt also nur die Elemente von M, aber nicht die Elemente von N. Werden wir aber noch klären, was es mit diesen Gemeinsamkeiten auf sich hat. Denken Sie dabei mal an diese Eigenschaft. So. Und diese Eigenschaft können Sie auch negieren. Und das würde bedeuten, wir wollen keine Elemente dieser Eigenschaft, also wir wollen keine Elemente, die diese Eigenschaft erfüllen. Das würde bedeuten, wir wollen die Elemente haben, die diese Eigenschaft nicht erfüllen. Ja? Wie gesagt, werden wir noch klären. Das ist die Komplementärmenge. Ja? Wie gesagt, es muss dann die Beziehung gelten, wenn wir das hier zum Beispiel auf unsere Mengen A und B übertragen würden, dann muss gelten A Teilmenge B, und dann könnten wir das hier auch so schreiben, wenn gilt A Teilmenge von B, dann kann ich schreiben, das Komplement von A ist dann gerade X ist Element aus B und zusätzlich gilt, X ist kein Element aus A. So, so könnten wir das Ganze auch schreiben. Wie gesagt, das ist das Komplement.
So, das sind jetzt mal so die wesentlichen Operationen auf Mengen. Wir haben jetzt also gesehen den Durchschnitt, wir haben die Vereinigung gesehen, wir haben die Differenzmenge gesehen, wir haben das Komplement gesehen. Ich möchte noch zum Abschluss möchte ich noch mal etwas zur Gleichheit von Mengen sagen. Ich mache das hier noch mal weg. Das haben wir ja bereits in einem Video, im vorletzten Video war es, haben wir schon die Gleichheit von Mengen mal angesprochen. Das möchte ich hier ein klein bisschen vertiefen, damit wir das Ganze auch formalisieren können. So. So, wir bleiben hier dabei, seien A und B beliebige Mengen. Und jetzt wollen wir mal überlegen, was würde bedeuten, dass die Menge A gleich der Menge B ist. Was würde das bedeuten? Nun, das bedeutet, wenn Sie sich ein Element aus A rausgreifen, dann muss dieses Element auch in B enthalten sein. Umgekehrt, wenn Sie sich ein beliebiges Element aus B, aus der Menge B rausgreifen, muss sich dieses Element auch in A befinden. Das haben wir ja schon geklärt. Das Ganze könnte man dann so ausdrücken, dass wir hier sagen, für alle x Element aus Menge A soll gelten, wenn x ein Element aus A ist, folgt daraus, x ist auch ein Element aus B. So. Das ist der erste Teil. Und, logisches Und, es muss auch diese Aussage hier gelten, für alle x-Elemente aus B möchte bitte gelten, wenn x ein Element aus B ist, dann folgt daraus auch, x ist ein Element aus A. Also nochmal die umgekehrte Sicht. Ja? So können Sie sich das Ganze entsprechend vorstellen. Ja. Bezüglich der Gleichheit von Mengen, da müssen Sie nämlich dann auch aufpassen, wenn Sie so etwas beweisen möchten. Wenn wir zum Beispiel beweisen möchten, irgendetwas, was, also in Mengen ausdrücken, im Sinne der Mengenalgebra, irgendwas, was auf der linken Seite steht, soll gleich der rechten Seite sein, müssen Sie immer daran denken, Sie müssen diesen Beweis in zwei Richtungen führen. Einmal müssen Sie zeigen, dass für ein Element aus dieser Menge gilt, dass es auch Element dieser Menge sein muss. Und umgekehrt, wenn ich mir hier ein beliebiges Element raushole, dass es auch ein Element hier sein muss. Sie müssen also auch an diese Umkehrrichtung denken, wenn Sie so etwas beweisen möchten. Werden wir aber auch noch näher sprechen. Gut, das war es an dieser Stelle erst einmal. Wir werden uns im nächsten Video dann auch mit Gesetzmäßigkeiten beschäftigen. Also wie wir dann wirklich auch mit Mengen entsprechend rechnen können, wie wir diese Operationen entsprechend einsetzen. Und dann werden wir auch klären, wie wir auch auf die Art und Weise entsprechende Sätze beweisen können. Wie wir da am geschicktesten vorgehen. Okay. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder recht freundlich fürs Zuschauen. Danke für Ihre Geduld. Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.